Hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, beim letzten Mal haben wir uns eine wunderschöne blaue Rüstung geholt. Wir haben quasi Grabschändung begangen. Und ja, mit dem Part wollen wir doch mit dieser blauen Rüstung endlich mal den Wassertempel erreichen. Damit wir uns endlich mal den letzten Schattenkristall holen. Und ich bin mal gespannt. Das geht hier tief runter anscheinend. Und da ist eine Strömung, wo ich nicht weiterkomme. Natürlich. Achso, ich kann auch schneller schwimmen. Natürlich. Okay. Da unten schwimmt ein Tora. Das sehe ich doch bisher. Da schwimmen mehrere Tora. Hi. Kann ich? Tut ihr hin? Please? Möchte mit dir sprechen. Kann ich mit dir sprechen? Komm her. Hi. Weiß immer nie, ob ihr Männer oder Frauen seid. Sieht aber eher nach einer Frau aus. Warum haben die alles komische Helme auf? Ich weiß es nicht. Sind so die Luftblasen, die vom Boden des Sees aufsteigen? Ist gefährlich, sich ihnen zu sehr zu nähern. Die Strömung drückt alles Mögliche nach oben. Okay, danke für den Hinweis. Dieses Gewand stammt doch von uns Zora, ist das Gewand des Helden. Bist du etwa... Du kommst gerade recht, weißt du, ich stelle Bomben her. Es ist vermessen, dich so etwas zu fragen, aber... Hast du schon einmal von Wasserbomben gehört? Die sind äußerst gefährlich, aber jemand wie du wird ganz bestimmt gut damit umgehen. Und sie werden dir sicher von Nutzen sein. 90 Rubine kannst du meine Wasserbomben erwerben. Nein, wir haben die schon wirklich. Wirklich? Wenn du doch Wasserbomben brauchst, wende dich jederzeit an mich. Das ist ein Kerl oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus. Oh Gott. Ich möchte bitte diese Dinge hier haben. Eine Rubin. Eigentlich. Dankeschön. Noch irgendwelche Rubine, von denen ich wissen müsste? Ja. Sogar wirklich. Hier unten ist noch einer versteckt. Den sehe ich ganz genau. Was ist das da unten? Ist das überhaupt irgendwas? Achso, irgendwelche. Dinger halt. Warst du schon die ganze Zeit hier oben gestanden? Ja. Das ist gar nicht so leicht hier zu navigieren. What the fuck? Ich möchte eigentlich nach oben. Hi. Hinter dieses Felsen befindet sich das für uns geheiligte Land. Früher nannte man diesen Ort den Tora-Schrein, aber jetzt sind finstere Wesen hier eingefallen und haben ihn in einen Ort des Bösen verwandelt. Wir konnten nichts anderes tun, als den Eingang mit einem Felsen zu versperren und sie im Inneren einzuschließen. Okay. Sag mir aber nicht, da muss ich jetzt erst wieder hochtauchen. Das ist aber nicht wahr, oder? Das ist doch jetzt blöd, oder? Reicht das überhaupt bis da runter, die Bombe? Ja? Man weiß doch nicht, hä? Kann ich das irgendwie effizienter gestalten? Moment. Erstmal wieder ganz nach oben. Schwimm, schwimm, schwimmity, schwimm, 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 schwimmity, schwimm. Boah, Alter, wie tief ist denn das hier? Leute. Ich kann doch nicht von hier oben schon eine Bombe zünden, oder? Wie? Wie, Leute, wie? Ihr habt euch das denn vorgestellt? Wie soll ich denn da reinkommen? Moment, das haben wir gleich, bestimmt. Ich kann doch die Bombe, kann ich die jetzt ins Wasser nehmen? Das bringt ja nichts. What? Jetzt bin ich rather confused. Wie sollte das gehen? Ich muss doch hier auf jeden Fall hin, oder nicht?
Dann muss ich anscheinend irgendwas mit Bomben machen. Denke ich mal. Aber ich kann halt hier keine Bomben benutzen, oder denke ich das nur? Kann ich irgendwelche Items unter Wasser benutzen, von denen ich wüsste? Moment mal, ich habe die Stiefel. Moment. Aha! So funktioniert das. Ach so. Ja gut. Ja gut. Ja gut, da hätte man ja auch mal drauf kommen können, ne? Dass man vielleicht die Stiefel benutzen könnte. Moment, dann sortieren wir dann den ganzen Shit mal ein bisschen um. Moment. Haben wir gleich. Die Pfeile brauche ich bestimmt. Und die Schuhe legen wir hier hin. So. Wunderschön. Kann ich dann jetzt eigentlich... Moment. Geht das? Moment, ich habe Ideen. Wenn ich jetzt das hier mit... Ne, wie ging das nochmal? So, genau. Da habe ich nämlich jetzt hier einen. Ah, das kann ich unter Wasser nicht benutzen. Ach so. Ja, natürlich. Weil das ja logisch ist. Und so. Da kann ich hier irgendwo stehen. Nein. Okay. Ich kann auf jeden Fall keine Bombenpfeile unter Wasser benutzen. Das ist blöd. Wenn ich jetzt den hier mache. Das bringt ja nichts. Okay. Steht doch was geschrieben. Kann ich das lesen? Nein. Ich kann nicht lesen! Ja, und, ja? Aber wie genau das jetzt funktioniert? Moment, was passiert denn, wenn ich jetzt... Moment, ich habe Ideen. Wenn ich das jetzt so mache, die Schuhe ausziehe... Die Idee war gut. Die Idee war gut. Moment, reicht das noch von hier aus, wenn ich die Schuhe ausziehe? Ja, reicht. Okay, reicht das auch noch von hier aus? Nein. Also muss ich ungefähr... Ich hab... Oh Gott, wenn das funktioniert, dann fresse ich aber sonst was. Also ich muss hier stehen, ne? Dann funktioniert's noch. Und das müsste eigentlich reichen. Moment. Meine letzte Bombe, das muss sitzen. Oh yeah. Oh nice. Mit der letzten Bombe, ich fass es nicht. Sehr gut. Ich hoffe, ich brauche keine Bomben weiter, sonst habe ich ein Problem. Aber schön, es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Okay. Leuchtende Dinger? Pflanzen? Was bist du denn? Na, du komisches Drecksviech, du stirbst jetzt, habe ich gehört. Zack. Au. Verschwinde, du Kackviech. Und. Ah! Da schnappt er mich, der Ekelhafte. Zack! In your face. Okay. Hallo Viech, na? Was geht bei dir? Ah! Lass mich dich doch erwischen, Mann. Ah! Ach komm. Du Scheißviech.
Nein, der erwischt mich nicht. Voll uncool von dir. So, tschüss, Sikowski, du Assi. Ich hätte mir überhaupt nichts gebracht, die Dinger zu besiegen. Ist ja klar. Mein, klar. Was bist du denn? Du bist eine komische Qualle, die ich ignoriere. Einfach gekonnt. Gekonnt wirst du ignoriert. So, wo sind wir denn jetzt? Im Zora-Reich? Vielleicht? Seeschrein. Oh nein, Wassertempel Returns. Oh. Was ist das denn? Mach's weg. Was? Ich hab noch eine leere Flasche. Ja, tatsächlich, jetzt kann ich's nicht mehr machen. Weil ich verkackt habe. Was bist du? Was? Ekelhaft. Mach's weg. Ja, dann füll doch mal. Oh, verkackt habe ich's. Nice. Bin immer noch gegen der Hai. Was habe ich jetzt aufgesammelt, bitte? Was ist das? Du willst rotes Schleimgelee in deiner Flasche? Lege es auf und trinke es. Und bist du 8 Herzen auf zu... What? Das ist gut. Jetzt habe ich natürlich das große Ding da verkackt, ne? Jetzt 10 Wasserbomben. Ja, wer hätte dessen erwartet? Zum Glück habe ich mir nicht gekauft, den Shit. So, was haben wir hier? Pfeile! Nett. Noch irgendwelche Kisten, die ich übersehen habe? Nein? Gut. Das ist wie so ein Scheißschleim. Ich glaube, dass das große Ding nochmal auftaucht. Hier, dieses Riesending. Das Ekelhafte. Das kommt natürlich nicht mehr, ne? Schade eigentlich. Na gut, dann gehen wir halt rein. Nehmen wir einfach mal an. Schwupp. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wo ist denn schon wieder ein Gegner? Na komm, wo kommt denn ständig diese Schleimviecher her? Ekelhaft. Ah! Das trinkt dann Linke auch noch, ja? Schön. Uiuiui. Ui, ui. Was haben wir hier denn alles? Ach, du Heilige. Ah, das war gefährlich. Ich schätze, du sollst erst die Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig noch aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Okay, wir haben nicht ohne Grund Pfeile bekommen. Probier's aber trotzdem erstmal mit der Schleuder. Das sind Stalaktiten. Okay, das reicht schon mal nicht aus. Dann nächster Versuch der Boomerang. Reicht natürlich auch nicht aus. Gut, dann halt trotzdem die Pfeile. Das reicht auch nicht. Okay. Lassen wir das. Das war Pfeilverschwendung. Haifi. Na? Aua. Link, du sollst eigentlich mal das machen, was ich von dir will. Wie wär's denn? Ciao. Also, was will ich denn mit so einem Ding? Ey, ich hab einen Panzer. Okay. So, ich soll die Stalaktiten nur ganz leicht anstoßen, wurde mir gesagt, ja? Stirb, du Viech. Interessanter Gegner hier. Aber gut. Davon habe ich nur eins gesehen. Komm her. Nichts überlebt.
nichts überlebt. Ciao. So, okay. Was ich jetzt mit den Stalaktiten mache, ich weiß es noch nicht wirklich so ganz. Der Pfeil hat nicht funktioniert. Trotzdem nochmal Boomerang. Und ich nahe an, wie sehen also den Schild. Wollt ihr mir eigentlich? Ja, du da, tatsächlich. Nice. Stalaktiten. Das ist halt nur die Frage, ne? Aha, also doch. Los geht's! Das hat ja fast funktioniert, Leute. Oder vielleicht jetzt mit dem Bombenfall? Moment. Jetzt könnte es funktionieren. Boah, ich sehe nichts, ne? So, jetzt mal. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ja, das funktioniert. Okay. Wow, das setzt also das Spiel voraus, dass man noch weiß, dass es Bombenpfeile gibt. Na gut. Warum auch nicht? Hallo, du Kröte, na? Was geht? Ja, greif's jetzt mal bitte an. Dankeschön. Warsch mich diese Kröte. Okay, weiter geht's im Text. Jetzt habe ich natürlich eine Menge Zeug verbraten. Jetzt haben wir nur noch 5 Bomben übrig. Ja, naja. Was soll it, Snake? Oh, ist die Kiste. Die habe ich ganz genau gesehen, Friends. Könnt ihr von mir nicht verstecken. Gib mir. Hey, Wasserbomben. Toll. Jetzt haben wir 15. Nice. Das ist übrigens auch das Maximum. Das war natürlich alles geplant. Das wusste ich. Wusste ich natürlich, dass wir genau 15 das Maximum ist und dann, ne, versteht. Das sieht verdächtig aus. Fall ich doch bestimmt gleich runter, oder? Bam! In your face! Das war easy. That was easy! Easy going. Easy does it. Okay. Großer Raum. Mit ganz vielen Verzweigungen. Hat mir schon mal nicht gefallen. Aha. Verschlossene Tür, okay. Kann ich nicht? Das ist natürlich. Warum sollte das denn auch gehen? Ist ja Quatsch. Okay. Funktioniert schon mal nicht. Interesting. Das da funktioniert wahrscheinlich auch nicht, ja. Dementsprechend. What? Da ist eine Kiste. Ich will da ran. Und hier könnte ich, wenn ich wollte, runterspringen. Weiß ja nicht, ob ich das will. Deswegen lasse ich es erstmal noch. Hier ist eine Tür. Und da drüben sieht es aus, wie wenn noch eine Tür ist. Nee, hier ist erstmal eine Kiste. Hi. Na? Mehr Pfeile. Ja, ist ja gut. Hab's verstanden. Ich brauche Pfeile. Irgendwann, bestimmt. Ich spreche jetzt hier runter. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut.
Ich wollte eigentlich runterspringen. Ja, okay. Das war jetzt total random. Warum kann ich die Treppe nicht hochrollen? Sätze, die man nie gedacht hätte, jemals sagen zu müssen. Können. Was bist du? Oh. Hallo. Ach, der nette alte Mann. Der nette junge Mann von euch, schön dich zu sehen. Jetzt wird doch ein Stück gemeinsam, aber wir nun schon wieder drauf angeben. Einfach mal mit raus, bin jederzeit. Hast die Tante wieder getroffen. Hey, toll. Nett, toll. Nützlich. Yay. Ich wollte eigentlich nur sehen, was auf der anderen Seite ist. Alter, ihr Viecher, ne? Ihr nervt! Okay, interessant. Damit können wir auf jeden Fall immer durch die Stockwerke hin und her switchen. Und hier ist noch Kisten. Und da ist noch eine große Kiste. Oh, was haben wir denn da gefunden? Dodododo, die Dungeon-Karte. Nett. Das freut mich. Schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Oh mein Gott. Oh my goodness. Oh my goodness. Ich glaube, da haben wir noch so einiges vor uns. So, ich würde jetzt aber gerne eigentlich erstmal. Ich wollte eigentlich da runterspringen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel lässt mich nicht runterspringen. Das finde ich jetzt doof. Ich kann dann natürlich auch einfach hier runterspringen. Geht im Zweifel natürlich auch, ne? Geronimo! Okay, jetzt bin ich irgendwo ganz unten. What the fuck? Nein! Fucking Killer-Piranhas, verschwindet! Ihr Drecksviecher! Ekelhaft! Zack! Wo bin ich jetzt? Zack! Au! Bam! Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? War das so eine schlaue Idee? Gibt es im Wasser irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Das heißt, es bringt einfach nur was, damit ich hier wieder hoch kann. Das dauert vor allem extrem lange, okay. Merke, das ist eine schlechte Idee, hier runter zu springen. Gut, okay. Hallo Leute, ich würde sagen, bevor wir hier den Dungeon weitermachen. Wir sind schon bei 23 Minuten, ja lecko mio. Leute, ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.